Hallo ihr Lieben, ich habe hier einen kleinen, wirklich mini-mini-mini-Haul für euch. Aber die Dinge sind so wunderschön, dass ich sie euch ganz dringend zeigen wollte. Ich habe nämlich etwas von der französischen Firma Simply Graphic bestellt. Das habe ich gefunden bei einem Online-Shop, bei dem ich noch nie etwas bestellt habe, nämlich bei My Paper Project. Entschuldigt hier bitte meinen kruschigen Schreibtisch. Ich bin gerade dabei, meine Stempel neu zu organisieren. Da hat es ja an Weihnachten Neuzugänge gegeben. Und organisiere hier gerade meine Stempelaufbewahrung um. Und es gibt hier noch so ein paar Tabletts dazu. Und da klebe ich gerade neue Schienen ein. Und das muss noch trocknen. Aber jetzt schauen wir mal zusammen in das Päckchen. Es erstaunt mich, dass ich für dieses kleine Plimplim tatsächlich ein Päckchen bekommen habe. Ich habe noch gar nicht rein gesehen und erst einmal ist hier ziemlich viel Papier. Oh, guckt mal, und hier wird es blau und, was haben wir denn hier? Ein Dankeschön. Jetzt guckt euch das mal an. Ein Lebkuchenherz. Ich stehe voll auf Lebkuchen und meine letzten Lebkuchen sind gerade vertilgt mit einem Danke drauf. Das ist irgendwie wie so ein Zuckerguss oder Fondant. Es riecht auf jeden Fall toll. So, und hier in dem kleinen blauen irgendetwas, das sind dann die Sachen, die ich tatsächlich bestellt habe. Und jetzt simsalabim, schauen wir doch mal rein, was denn drin ist. Naja, da unten kann ja nichts mehr drin sein, weil wie gesagt, es waren ja wirklich nur so ein ganz paar kleine Teilchen, die ich bestellt habe. Und da sehen wir auch schon das erste. Und zwar habe ich mir nämlich so eine ganz tolle Blätterschablone bestellt. Die fand ich von der Dynamik der Blätter irgendwie toll. Ihr seht schon, dass das, also sieht man das überhaupt? Weiß auf weiß ist jetzt der Kontrast nicht so oberspitze, ne? Aber die machen halt so Bewegungen, sage ich mal, in verschiedene Richtungen. Also ich finde fast, dass es strömt und es sieht irgendwie dynamisch aus. Also mir hat das von der Energie quasi, die dahinter steht, total gefallen. Und jetzt guckt mal hier. Hier haben wir natürlich einen 1A-Kontrast und hier könnt ihr das mal ganz genau sehen. Also das ihr seht hoffentlich, was ich meine, dass das so sehr dynamisch wirkt. So, und jetzt kommen nämlich Stempel. Jetzt blätter ich mal gerade durch, was ich euch da als erstes zeige. Und zwar nämlich genau diesen hier. Das war eigentlich der Stempel, den ich irgendwo gesehen habe und den ich ganz dringend haben wollte. Der hat eben diese Sprüche auf Englisch mit You. Und dieses You ist halt in so einer, wie ich finde, sehr attraktiven Schrifttype geschrieben. Und dazu gibt es dann in einer nicht minder attraktiven Schrifttype handschriftlich diverse Ergänzungen. Also von Thank you bis You and me, You make me happy, You are the best, Miss you, Just for you. Also da gibt es wirklich verschiedenste Anlässe und eben auch Dinge, von denen ich denke, dass man sie tatsächlich verwendet. Also Just for you, das ist für Leute in unserer Altersgruppe, ist Englisch ja dann auch immer verständlich. Und ich finde einfach, diese Schrifttype sieht so unfassbar elegant aus. Also ja, das war irgendwas, da bin ich quasi frei gedreht. Und da, das war so dieses so, das muss ich mir jetzt gönnen. Und ja, das war, ich gestehe es ein, es war ein Impulskauf. Und die anderen Impulskäufe haben sich dann noch dazu gesellt. Das nächste Stempelset, das besteht aus lauter Schmetterlingen, ist haargenau so groß wie das andere. Die kosten übrigens 7,50 Euro, wenn ich das recht erinnere. Ich glaube, die Schablone hat übrigens 6,99 Euro gekostet, wen es interessiert. So, und jetzt schaut euch mal diese Schmetterlinge an. Also eigentlich denke ich ja, Schmetterlinge haben wir alle genug. Aber das hier auch wieder sehr grafisch gelöst. Also es gibt einen Mittelkörper vom Schmetterling und davon gehen dann halt so Strahlen weg. Also es sind nur Striche. Jetzt stellt euch mal vor, im Hintergrund irgendwie so ein Aquarellfarbklecks und da dann den Schmetterling in Schwarz oder wie auch immer drüber gestempelt. Und hier oben, guckt euch das mal an, das ist ja eher eine Motte, oder? Also einigen wir uns auf Nachtfalter. Finde ich auf jeden Fall auch schon sehr süß, irgendwie mal eine Motte zu haben. Ist ja sonst kein Schmuck,
Tier, ne, sondern eher so was Dezentes, um es mal freundlich auszudrücken. Aber ich fand die Schmetterlinge einfach großartig. So, und dann noch eins in der Größe zum gleichen Preis. Lauter kleine Blumenvasen. Die fand ich auch ganz toll. Die sind ja auch wieder so sehr elegant, wie ich finde, so ein bisschen länglich und so. Dazu ein französischer Spruch. Damit lässt sich ja für meine Bedürfnisse wahrscheinlich eher nichts anfangen, auch wenn ich das, also ich kann kein Französisch, aber dieses erschließt sich mir gerade noch. Das heißt irgendwie Fleur de Saison oder so, also Blumen der Saison, und Un bouquet pour toi, habe ich wahrscheinlich alles komplett falsch ausgesprochen, aber naja, ein Bouquet für dich kriege ich auch gerade noch hin. Aber diese Motive fand ich halt einfach toll. Diese drei, da kann man bestimmt auch tolle Dreiergruppen machen und beides eben sehr reduziert, ne? Ja, ihr merkt, ne, ich bin immer noch ganz geflasht davon. Und dann etwas, das ist nicht von der Firma Simply Graphic, sondern von der französischen Firma Comptoir du Scrap. Wie immer sich das spricht, ist bestimmt auch falsch. Es tut mir leid. Das sind drei Stanzen, die Aufreißlaschen sind. Also einmal hier so etwas Längliches. Das ist dieses vollflächige Dunkle, was jetzt hier auf der rechten Seite ist. Das da. Da fasst man so an und naja, wie man das halt sonst von Produktverpackungen kennt. Und das hier, das sind so Fenster. Da kann man bestimmt in das Größere auch toll einen Gutschein nachher reinschieben, wenn man da so ein bisschen wie so eine Tasche hat. Oder man kann Fotos oder handgeschriebene Botschaften dahinter verbergen. Vielleicht auch in Glückwunschkarten zum Geburtstag, wo sich dann einfach nochmal so überraschende Nettigkeiten dahinter verbergen. Also das fand ich wirklich ein ganz tolles Feature, was man bestimmt vielfältig einsetzen kann. So wie ich auch denke, dass ich diese anderen Stempel vielfältig einsetzen werde. Ja, also absolute Impulskäufe. Ich habe mich übermannen lassen. Und falls das hier der richtige Ausdruck ist, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, ob euch das auch manchmal passiert, aber bei mir ist das ja sonst nicht so häufig. Naja, wie dem auch sei, ich bin sehr glücklich damit. Ich hoffe, ich konnte euch inspirieren, vielleicht auch mal durch eure eigenen Stempel zu schauen, was ihr denn da eigentlich so habt. Vielleicht an kleinen Vasen oder an Schmetterlingen oder wie auch immer. Manchmal ist man ja dann doch erstaunt, was man dann doch schon zu Hause hat. Ich verabschiede mich hier an dieser Stelle, sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Lieben Dank fürs Zuschauen. Viel Spaß beim Basteln. Wir sehen uns. Bis dahin.